Hey Compadres und Chicas, CryptoGhost am Start und hat mal wieder ein neues Video parat. In meinem heutigen Video schauen wir uns mal mein Portfolio an. Was habe ich mir selbst gekauft? Was werde ich in weiterer Zukunft aufstocken? Und was sind so meine richtigen Investitionen, wo ich es bereue und richtig verkackt habe beim Kauf? Auf welche Coins warte ich, damit ich diese im Bärenmarkt aufstocken kann? Ich werde in diesem Video nicht darauf eingehen, was die einzelnen Projekte Technik drauf haben, nur grob erklärt, aber werde meine Beweggründe nennen, weshalb ich da rein investiert habe. Für all diesen Themen bleibt dran und zieht euch das Video bis zum Ende durch. Den Standardprozess nicht vergessen, Like, Glockenschelle, Abo und Kommi für den Algo. Wir machen weiter, aber erst kommt das Intro. Compadres und Chicas, kommen wir zum Videoinhalt. So, also worin habe ich selbst investiert? Ich fange mit der größten Position bis zur kleinsten an. Für den einen oder anderen wahrscheinlich ein merkwürdiges Portfolio, weil die meisten wahrscheinlich direkt in Bitcoin oder Ethereum reindippen würden. Ich muss gestehen, dass dies bei mir nicht der Fall ist, weil ich weder Bitcoin noch Ethereum in meinem Portfolio habe. Nun, kommen wir zu meiner größten Position. Wer meine Videos gesehen hat, weiß, dass ich ein XRP-Fan bin. Somit belegt XRP meine größte Position. Weshalb ich rein investiert habe, ist, dass XRP einfach ein Hammer-Projekt ist. Der Use Case ist Hammer und ich denke, dass XRP in Zukunft richtig großes Potenzial hat. Die ganzen Partnerschaften und, die ISO 20022. Alleine wie sich Ripple mit XRP in den letzten Jahren entwickelt hat, trotz Anklage und. XRP könnte das ganze Finanzsystem auf den Kopf stellen. So will Ripple mit XRP alle Banken der Welt für ihr eigenes Zahlungsnetzwerk gewinnen. Ob das jetzt so kommen sollte, denke ich zwar nicht, also ich denke nicht, dass sie alle an Bord holen können, aber ich denke, dass es hier auch reicht, dass sie einen Bruchteil nur an Bord haben. Alleine dann wird es sich auch schon lohnen, wie viele Korridore sich Ripple schon in der letzten Zeit erschaffen hat. Im asiatischen Bereich sind sie ganz stark unterwegs. Sollte die Anklage mal endlich hinüber sein, werden wir ganz andere Preise sehen. Eventuell werden wir die jetzigen Preise nie wiedersehen. XRP ist auf jeden Fall eine Krypto, wo ich denke, dass sie in Zukunft bestehen bleibt und nicht wie die meisten Shitcoins von der Bildfläche verschwinden. Kommen wir zur zweitgrößten Position in meinem Portfolio. Hierbei handelt es sich um den kleineren Bruder von XRP. Die Rede ist hier von XLM. Für mich ist XLM auch ein weiteres Projekt, wo ich denke, dass sie in der Zukunft auf jeden Fall bestehen bleiben. Also ein sinnvolles Use Case haben die auf jeden Fall. Viele denken sich wahrscheinlich, warum in den kleineren Bruder investieren, in diesem Fall XLM, wenn man schon in den größeren Bruder investiert hat, in diesem Fall XRP. Zwar haben sich beide auf das Finanzwesen fokussiert, aber einen Unterschied gibt es dennoch. XRP hat sich komplett auf das Bankensystem fokussiert, während sich XLM sich quasi den Vorsatz Bank it the unbank it als Ziel gesetzt hat. Also, das bedeutet nicht viel mehr als das. Diejenigen, die keine Bank haben bzw. den Zutritt zur Finanzwelt, genau denen soll der Zutritt gewährt werden. Für viele ist sowas wie ein Bankkonto selbstverständlich. Manche können sich nicht vorstellen, dass es in vielen Ländern sowas gar nicht gibt. Ich als Syrer kann bestätigen, der auch in Syrien gelebt hat, dass in Syrien wahrscheinlich 80% der Menschen noch nicht mal ein Konto haben. Ohne jetzt irgendwie ein Land zu dissen, das ist jetzt nicht meine Intention oder Ziel. Syrien war jetzt nicht ein hängengebliebenes Land, wenn ich das so sagen darf, vor dem Krieg. Es war aber auch nicht das stärkste Land, was Technologie und dem Bankensystem oder Finanzsystem dies das angeht. Jedoch gibt es Länder, die sind, was das Finanz- und Bankensystem angeht, ganz weit hinter Syrien. Um keinen zu dissen zu wollen, nenne ich jetzt nicht das Land. Auf jeden Fall, ein Kollege hatte mir mal erzählt, dass er bei sich in der Heimat zu Besuch war. Da wurde er einfach mal gefragt, stimmt es, dass es bei euch in Deutschland, wenn man eine Karte in die Wand steckt, dass da Geld rauskommt. Ich schwöre, das hört sich richtig komisch an und er hatte mir geschworen, dass das keine Fake-Story ist. Zu krass, oder? Quelle, glaub mir, Brudi. Lange Rede, kurzer Sinn. Sollte XLM dieses Ziel durchsetzen können, wird XLM eine blühende Zukunft haben. Nun zu meiner drittstärksten Position. Ein deutsches Projekt, MIOTA oder IOTA oder auch IOTA genannt. Keine Ahnung. Nennen wir es jetzt einfach mal IOTA. IOTA belegt in meinem Portfolio die drittstärkste Position. Warum habe ich in IOTA investiert? Ganz einfach, made in Germany, beste Qualität. 100 Jahre Garantie, aber hallo, 80 Jahre Minimum. Nein, natürlich nicht deswegen. Sehr interessante Anwendungsfälle, die IOTA mit sich bringt. IOTA beschäftigt sich stark mit der Internet of Things. IOTA findet im Gesundheitswesen, Supply Chain Management und der Automobilindustrie Anwendungen. IOTA kann viele Bereiche abdecken und dabei unterstützen. Auf jeden Fall sehr facettenreich. Naja, wie gesagt, auf die Details werden wir jetzt nicht eingehen, sonst brauchen wir hier zu lange. Abgesehen davon hat IOTA auch sehr krasse Partnerschaften am Start. Unter anderem Jaguar und Land Rover. Auch hat IOTA
Fall schon mit Fujitsu, Audi und Volkswagen gemeinsam gearbeitet. Da hat er im Jahr 2018 IOTA damals mit Volkswagen gemeinsam präsentiert, dass IOTA im Bereich Carsharing Anwendung finden könne. Man könnte mit IOTA das Carsharing Kilometer genau abrechnen. So würden laut IOTA Vision die Autos in der Zukunft eine eigene Wallet erhalten und automatisch für Infrastruktur und Dienstleistungen wie Parken, Tanken und so zahlen können. Nun die viertgrößte Position. Hier handelt es sich um Bitcoin Cash. Alter, warum habe ich mir Bitcoin Cash geholt? Keine Ahnung, richtiger Reinfall. Ich gestehe, Bitcoin Cash habe ich mir damals geholt, ohne zu wissen, wofür es gut ist. Bitcoin Cash war auf jeden Fall so einer der Investitionen, die ich ganz am Anfang geholt habe und es bis jetzt bereue, da rein zu investiert zu haben. Wahrscheinlich dachte ich mir damals als Anfänger, Jung, du kannst dir keinen ganzen Bitcoin holen, dann holst du dir halt Bitcoin Cash. Weil er sich ja auch so cool anhört wie Bitcoin. Auf jeden Fall werde ich Bitcoin Cash verkaufen, sobald ich mein Ziel damit erreicht habe. Macht es mir auf jeden Fall nicht nach, dass ihr einfach irgendwo Geld reinbuttert, ohne zu wissen, was die überhaupt machen. Das sind meine Anfängerfehler gewesen, die ich ganz am Anfang gemacht habe. Auf jeden Fall kommen wir zu meiner fünften Position. GRT-Token oder auch The Graph genannt. The Graph hat den Titel Google der Blockchains bekommen. Für mich ein spekulatives, aber gleichzeitig interessantes Projekt. Bei The Graph handelt es sich um ein Indizierungsprotokoll zum Abfragen von Netzwerken wie Ethereum. Durch The Graph oder GRT-Coin ist es für jeden möglich, offene APIs zu erstellen, um Daten öffentlich zugänglich zu machen. Also will es Blockchain-Daten strukturieren und seinen Nutzern zur Verfügung stellen. Dies ermöglicht es den Entwicklern eine vereinfachte Erstellung von leistungsstarken DApps unter Verwendung von indizierten Datensätzen. Ob sich das in Zukunft durchsetzt, werden wir dann sehen. Mal schauen, aber für mich ist es ein interessantes Projekt. Bei meiner sechsten Position handelt es sich um TRX oder auch Tron genannt oder Tronix. Hier habe ich ein kleines Sümmchen reingedippt. Einer der Nutzen von Tron ist zum Beispiel, dass sie Social Media Nutzern für ihre Inhalte auf jeglichen Plattformen stärker belohnen möchte. Anders wie bei YouTube, zum Beispiel kassiert YouTube sehr viel von den ganzen Bloggern zum Beispiel ab und auch YouTube kontrolliert, ob dein Beitrag empfohlen werden soll oder nicht. Somit schränkt YouTube quasi deine Reichweite ein und hat so gesehen dich komplett im Griff, solltest du zum Beispiel ein Blogger sein. Das will Tron ändern. Was jetzt schade bei diesem Projekt ist, dass der Gründer Justin Sun dem Unternehmen mittlerweile seinen Rücken gekehrt hat. Ob man den Typen mögen soll oder muss, ist dahingestellt. Aber er hat das Projekt weitergebracht und hat starkes Marketing betrieben. Wie es jetzt mit dem Projekt weitergehen soll, müssen wir abwarten. Aber der Ansatz für das Projekt ist auf jeden Fall interessant und ich bleibe weiterhin investiert und werde wahrscheinlich auch noch weiter aufstocken. Anschließend folgen auf Platz 7 und 8 VeChain und Chiliz. Zwei kleinere Positionen in meinem Portfolio. VeChain macht zwar seit längerem nichts Großartiges preismäßig, aber es ist ein Hammerprojekt mit starker Zukunft. VeChain möchte mehr Transparenz auf dem Markt für Produkte und Informationen schaffen. Auch will VeChain im Supply Chain Management mehr Transparenz für die komplette Lieferkette schaffen. Somit soll es für Unternehmern, Zulieferer, Konsumenten und Händlern einfacher gemacht werden, bestimmte Produkte besser verfolgen zu können. Wie IOTA beschäftigt sich auch VeChain mit dem Internet of Things und ist in mehreren Branchen anwendbar. So kann VeChain im Einzelhandel, der Pharmaindustrie und auch der Automobilindustrie Anwendungen finden. Ich denke, in der Zukunft wird es auf jeden Fall was ganz Großes. China selbst setzt sogar auf VeChain, also was ich damit meine ist, dass China davon stark überzeugt ist, obwohl sie an sich so gesehen Kryptos komplett gebannt haben. Hammer Ding auf jeden Fall. Bei Chiliz handelt es sich mehr oder weniger um ein Fan-Token. Mit diesem Token können Sportbegeisterte und E-Sport-Fanatiker Anteile und Stimmrechte ihrer Lieblingsvereine kaufen. Somit können sie auch in gewissen Entscheidungen mitbestimmen. Für mich interessant, weil sie der Vorreiter in dieser Branche sind. Abgesehen davon nimmt das Interesse auch im E-Sport immer weiter zu. Somit wird Chiliz auch weiter wachsen und ein interessantes und großes Projekt für die Zukunft werden, meiner Meinung nach. Auf Platz 9 ist bei mir Cardano. Was Cardano macht, will ich jetzt hier nicht groß an die Glocke hängen. Die sich mit Kryptos befasst haben, wissen, worum es sich hier handelt. Jetzt denkt man sich bestimmt, warum ist Cardano bei dir auf Platz 9? Wenn man schon Bitcoin und Ethereum nicht in seinem Portfolio hat. Ganz einfach aufgrund eines Fehlers. Also was heißt Fehler? Es liegt nicht daran, dass ich nichts von dem Projekt halte, aber ich habe hier gierig gehandelt. Cardano war meine erste Position und einer meiner größten Positionen. Nachdem Cardano ein starker Anstieg widerfahren ist, habe ich meine Gewinne realisiert und seitdem nicht mehr nachgekauft. Ich werde aber auf jeden Fall in Zukunft hier meine Bestände sehr stark aufstocken. Wahrscheinlich wird es neben Ripple meine stärkste Position werden, wenn nicht sogar die stärkste, da ich hier sehr großes Potenzial sehe. Auf Platz 10 ist SHIB, Shiba Inu Coin.
der Dogecoin-Killer. Fragt mich nicht weshalb, aber rein aus Gier und Hype. Als ich damals gesehen habe, was mit Doge abging, dachte ich mir, eine kleine Summe kann man mal reinpacken. Aber hey, ich bin immer noch mega im Plus und bereue es bis heute nicht. Abgesehen davon hat sich SHIB mittlerweile stark auf dem Markt etabliert. Die haben ein ganzes Ökosystem aufgebaut. Mal schauen, was sich hieraus ergibt. Ob das Projekt ewig bestehen bleibt, schwer zu sagen. Ob das Projekt, wie alle immer sich fragen, 1 Cent oder 1 Dollar erreichen wird, auch sehr schwer. Wahrscheinlich nicht, wenn sie nicht burnen. Auf jeden Fall lassen wir das mal in meinem Portfolio drin und mal gucken, wie sich das entwickelt. Auf Platz 11 ist Clean Ocean Coin. Dazu habe ich ein ausführliches Video gemacht, was ich euch oben verlinke. Auf jeden Fall handelt es sich hier um ein deutsches Projekt, wo die Teammitglieder sehr transparent arbeiten. Leider tut sich aber hier seit langem nicht mehr viel. Aber das Ziel des Projektes hatte mich inspiriert und ich finde, es ist ein gutes und wichtiges Projekt. Kurz und knapp ist das Ziel des Projektes, die Meere und Ozeane vom Plastik zu säubern. Solche Projekte bekommen leider nicht so starke Aufmerksamkeit wie irgendwelche Shitcoins wie Dogecoin. Und hiermit kommen wir auch schon zu meiner letzten Position. Platz 12. Und das ist meine schlechteste und hässlichste Position. Gott sei Dank habe ich hier so wenig wie möglich reingebuttert. Einfach auf den Zug aufspringen ist nicht immer eine gute Idee. Ganz ehrlich, hier hat FOMO einfach gekickt. Alter Schwede, ich bin bei Alltime High reingecrashed. Naja, man lernt aus seinen Fehlern. Auf jeden Fall waren das meine 12 Positionen. Somit sieht mein Portfolio wie folgt aus. Hier seht ihr meine Gewichtung der einzelnen Positionen, mit wie viel ich jeweils rein investiert habe. Freunde, für diejenigen, die sich eine neue Crypto Exchange suchen zum Handeln und Verhandeln und was weiß ich was, schaut euch doch gerne BingX, meinem Partner, an. Dort hast du eine große Auswahl an Crypto-Coins. Auf jeden Fall kannst du auch hier, wenn du noch nicht so erfahren bist, erfolgreichen Tradern folgen und kopieren. Somit profitierst du als Anfänger in der Kryptowelt. Auf jeden Fall bekommt ihr mit meinem Code 10% auf die Gas-Fees von mir einfach mal so obendrauf. Für euch ändert sich am Preis nichts, aber die Gas-Fees ändern sich für euch, weil ihr ja 10% Rabatt bekommen habt. Den Link zu BingX findet ihr unten in meiner Beschreibung mit meinem Code. Auf jeden Fall, Muchachos und Amigas, das war mein Video für heute. Das war mein gesamtes Portfolio. Habt ihr auch einige Projekte, die ich eben erwähnt habe, in eurem Portfolio? In welchen eben genannten Projekten seid ihr selbst begeistert? Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Gebt dem Video ein Like und ein Kommi. Mir ein Abo und der Glocke eine Nackenschelle und Backpfeife. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bleibt gesund und danke fürs Zuschauen. Hasta la vista, compadres und chicas. Ciao.